Auf geht's, Rekord! Halt! Wer ist da? Dein Auftritt. Eindringlinge? Keine Bewegung! Räum weiter. Was zur Hölle? Halt! Stehen bleiben! Wir zählen auf dich. Hände hoch! Sonst schießt mir! Versucht's nur. Mir reicht's. Ist der etwa von Soldat? Weiter geht's. Die Waffe runter! Lauf doch! Was für ein Kerl! Sofort ergeben! Ich muss dir den Rücken frei halten. Zu spät. Die Ordnung weiter. Ich bin bereit. Keine große Sache. Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwer mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? Ja, nicht das wieder. Gleich öffnet sich das Tor. Und was stimmt mit meinem Gesicht, Nick? Wo soll ich da nur anfangen? Schon gut, behalt's für dich. Wenn du mich fragst. Tu ich aber nicht. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die paar Gil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Oh. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Los, Fresschen!
Oh, Besuch. Für dich. Keine Zurückhaltung. Konzentration. Brenne! Das war abzusehen. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Warte kurz. Bix kümmert sich um die Tür. Keine krummen Touren. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft! Was zum... Die Tür! Hey! Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Nur einer? Das wird ein Klacks! Umzingeln wir ihn! Hier! Jetzt mach ich ernst. Tschüss! Weiter geht's. Sind doch da. Und weiter geht's. Woher nimmt ihr nur diesen Charme? Bleib bei der Sache. Jetzt reiß dich mal zusammen. Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Dann haut mal rein. Ich passe hier auf. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Tifa und ich? Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr.
Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Makro aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause. Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Makro ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Ab jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Wächter, wo dein Schwert nicht drankommt, übernehme ich. Das erledige ich im Arm umdrehen. Dich mach ich zu Staub. Da scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht. Aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun ist. Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf den Nervenkitzel. Hey! Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Ihn einfach zuvorkommen. Aus dir mache ich Altmetall! Diese Waffen können genauso hart einstecken wie austeilen. Wir müssen gezielt vorgehen. Und wie genau? Wir verwenden Magie. Und zwar im richtigen Augenblick. Los! Ich glaube, wir haben ihn! Das ist unsere Chance. Geben wir alles. Hm.
geben wir alles. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Was für ein Jahrgang bist du eigentlich? Rang. Hä? Soldat ersten Rangs, nicht Jahrgangs. Mit deinem Soldatrang imponierst du hier keinen. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Bei Soldat wird wohl nicht geplaudert. Nur blind Befehlen gefolgt, was? Schon gut, kapiert. Bist ein Ersti, fein. Ich bin unwürdig. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Der Sprengsatz muss dort runter. Ich glaube, ich krieg eine Gänsehaut. Vor Angst oder was? Nee, vor Freude! Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt! Ab hier ist es nicht mehr weit. Ich halte hier die Stelle. Wir sehen uns später. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Was ist? Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Ganz schön ambitioniert. Hast du uns in eine Falle gelockt? Pass auf! Ach, nö! Wie kämpft man am besten gegen so einen Teil? Maschinen sind oft stark und Panzer, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch's mit Blitzmagie. Tja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Dann übernehmen. Das Ding wird nicht sehr beeindruckt. Du sollst ja auch Magie benutzen. Ich hab dem Braten nicht getraut. Überlass das Denken mal mir und kämpf lieber. Ja. Los,
ist denn das schon wieder? Eine Barriere? Seit wann setzen die denn sowas ein? Tch, wohl bei Soldaten nicht aufgepasst, was? Was ist besser, dann wird er nur zu. Jetzt lass ich's mal richtig krachen! Pass nur auf, dass du ihm nicht zu nahe kommst. Sauber! Jede Sekunde zählt. Zeigen wir sie. Zieh dich zurück. Was? Verschwinde. Es ist vorbei. Jeder hat eine Schwäche. Greift mit seinem Laser an. Nimm dich in Acht. Geht das auch ein bisschen konkreter? Geh hinter irgendwas in Deckung. Er darf uns auf keinen Fall frontal treffen. Los, auf ihn! Bring dich in Sicherheit. Jetzt ist er verwundbar. Zum Angriff! Hey, mit dem Ding stimmt etwas nicht. Er repariert sich. Schnell! Wir müssen ihn vorher ausschalten. Das brauchst du mir nicht zweimal zu sagen. Wenn er am Boden liegt, kriegt er Saures. Kannst kaum erwarten. Los, greif mit allem an, was du hast! Klotzen konnte ich schon immer gut. Wenn du nicht reinhaust, bleibt für dich nichts mehr übrig. Das wird so nichts. Komm nicht dran! Detonation in 20 Minuten. Ha! Geht doch! Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient! Los! Raus hier! Wedge hat den Fluchtweg gesichert! Raus hier! Schnell! Überstürzen. Ja.
sieht's denn aus? Mein Bein steckt fest. Hast was gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jesse auf. Hier entlang. Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett führen. Hier geht's zum Ausgang. Beeil dich. Worauf wartest du denn, Klaus? Mach hin! Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Ja, aber wenn ich nicht rede, werde ich so nervös. Mach doch, was du willst. Barrett! Geh schon mal vor, Jesse! Die Tür ist jetzt wichtiger! Aber... Mach dir um mich keine Sorgen! Hab ja Soldat Geleitschutz! Ex-Soldat. Da sind sie! Festnehmen! Hier, Knallsklatsch! Aus dem Weg! Barrett, reden bringt hier nichts. Ja, da warten wir uns. Wir sollten uns etwas beeilen. Schick ihn halt wieder Schlag. Keine Chance. Na gut. Sir,
schon, mach schon, mach schon! Geht's denn? Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fasse ich mal als Ja auf. Cloud!